Ja, heute mal ganz unspektakulär aus dem Park. So eine Spontanaktion. Boah, ich habe mich heute so überfressen. Das kann echt nicht wahr sein. Und mir passiert das immer wieder, ne? Man sieht meinen Bauch. Boah, so heftig. Mal ungewohnt aus dem Park. Es ist herrliches Wetter und ich habe mich total überfressen. Ja, es ist so. Ich weiß nicht, mir passiert das immer wieder irgendwie, dass ich glaube so meine eigene Vorstellung halt davon habe, weil ich mir denke so, oh, ich habe mich jetzt so zusammengerissen die ganze Zeit und ich passe immer so auf und reglementiere mein Essen immer so sehr. Also heute wollte ich einfach dann weiter essen. Ich habe heute 400 Gramm Hackfleisch gegessen, Bio-Hackfleisch, Rinderhackfleisch mit so einem kleinen einsamen Salat dann in so einem Schüsselchen. Ja, das ist das Ergebnis. Riesenplauze, sehr unangenehm. Horror, Horror. Ja, die Frage ist, ne, wie gehe ich jetzt damit um? So, ich muss echt sagen, also ich wünsche mir so, dass ich das nicht mehr machen muss. Boah, ich wünsche mir echt, dass ich das nicht mehr machen muss. Dass ich mich nicht mehr überfressen muss. Das geht mir so auf den Zeiger. Ich finde das so fürchterlich, wirklich. Also, ich habe jetzt so oft schon gemerkt, dass es im Grunde, wenn ich mir dann noch ein Schälchen holen will oder noch was holen will, dass ich genau das nicht machen sollte. Und ich tue es dann trotzdem immer wieder. Und das ist einfach so extrem nervig. Mich nervt das einfach wirklich megamäßig an. Das sind so Überbleibsel. Ne? Also da sieht man halt einfach, dass ich halt auch, also dass, ja, diese, dass es eine Esssucht ist und eine Brechsucht ist. Ja, es gibt natürlich die Esssüchtigen, die halt ja, das nicht auskotzen. Und dann gibt es halt die Ess- und Brechsüchtigen, die es halt immer ausgekotzt haben. Und im Grunde bin ich auch nur eine Esssüchtige, die halt ihr Essen ausgekotzt hat. So, ne? Und ja, ich tue es halt jetzt nicht mehr. Und ich möchte nicht irgendwie, ja, zum einen nicht total zunehmen und zum anderen möchte ich mich wohlfühlen so. Und es ist jedes Mal laufe ich vor diese Scheißwand, sorry, aber jedes Mal dasselbe, ey, jedes Mal dasselbe. Und das regt mich so auf, boah, das regt mich so auf, wirklich. Ja. Denn letztendlich, ne, so, was soll ich jetzt machen? Also jetzt muss ich es halt aushalten. Also für mich kommt halt einfach, natürlich habe ich auch mit dem Gedanken gezockt, was ist jetzt, wenn ich es auskotzen würde? Ja, dann müsste ich halt von vorne anfangen zu zählen. Und das ist so für mich was, wo ich sage, boah, ich wieder bei 1 anfangen zu zählen. Aber das Schlimme ist, ne, ich ratter das in meinem Kopf, ratter ich das durch. Ja, also das ist so... So belastend ist das Gefühl, ne? Sich zu überfressen, so belastend ist es, dass du im Grunde schon deine, oder dass ich halt im Grunde schon im Kopf durchexerziere, ob ja, sich das lohnt oder ob sich das nicht lohnt. So. Und ich habe immer Angst, einfach, also zum einen natürlich, ne, von einem Rückfall zu sagen, ich fange wieder an. Und ich glaube, wenn ich einmal nachgebe, dann ist halt das nächste Mal auch nicht weit. So, dann ist halt die Schwelle dessen, irgendwie wieder was aushalten zu können, ist einfach geringer. Ich, ne, habe es jetzt ein paar Mal erlebt, ich habe es immer ausgehalten, so. Es hat sich auch verbessert, aber es ist halt noch nicht perfekt. Und ich glaube, da sind auch andere disziplinierter als ich, ne? Dass ich da nicht, ich habe echt Spaß dran, hab mein Essen zu kontrollieren, aber trotzdem kriege ich das immer wieder mal nicht auf die Kette, das zu kontrollieren und will mich dann überfressen. Also wie heute. Ich bin irgendwie 200 Gramm Hackfleisch gemacht und Salat dazu, einen kleinen Salat. Und da war halt das Hackfleisch weg und das hat mir so gut geschmeckt. Ich habe gedacht, ich mache mir die anderen 200 Gramm jetzt auch. Und ey, normalerweise mache ich mir so Portionen wie 135 Gramm. Also gut, dann kommen natürlich auch andere Zutaten rein. Ja, also wie Reis oder Zucchini. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht und Pilze und ich weiß nicht was. Das war ja jetzt alles nicht. Aber trotzdem, ne, 400 Gramm Fleisch ist 400 Gramm Fleisch. So. Und zu dem Salat und ach, danach bereust du es wieder. Ne? Boah. So sieht's aus. Also das ist jetzt mal so eine unverblümte Darstellung
So sehe ich aus, boah, wenn ich mich überfressen habe. Ich, ja, ich habe jetzt auch noch einen Top an. Also es ist ja einfach warm. Und ich habe jetzt auch noch einen Top an. Vielleicht jetzt auch nicht einsehen, ein T-Shirt anzuziehen irgendwie, obwohl das jetzt alles abzeichnet. Habe ich trotzdem keinen Bock, ein T-Shirt anzuziehen. Es ist jetzt so, wie es ist. Und ich sage mir halt auch immer genau das, ne? Es ist jetzt so, wie es ist. Es ist jetzt so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich esse jetzt heute nichts mehr. Also ich habe irgendwie um, ja, 20 vor 5 hatte ich fertig gegessen. Ich esse jetzt heute auch nichts mehr. Und ja, mache morgen einen Low-Calorie-Day oder so. Ja, kein Schnickschnack. Kein Zucker esse ich sowieso nicht, ne? Aber halt, ja, kein Schnickschnack. Und morgen halt weniger. Ich habe gestern weniger gegessen tatsächlich. Gestern ging es mir nicht gut. Da hatte ich total viele Kopfschmerzen. Und bin halt morgen schon so mit Verspannung aufgewacht. Ich habe vorgestern ein bisschen Sport gemacht. Und ich glaube, so deswegen habe ich halt so komisch geschlafen. Bin gestern schon mit Verspannung aufgewacht. Und hatte halt Kopfschmerzen. Und ja, gestern habe ich nicht so viel gegessen. Gestern habe ich mir aber ein Frozen Joghurt Eis gekauft. Mein erstes seit einem Jahr oder so. Und über einem Jahr sogar. Mein erstes in über einem Jahr mein erstes Frozen Joghurt Eis. Und ja, habe mir eins gekauft mal. Und aber gestern habe ich nicht viel gegessen. Und oft ist es so, dass ich halt, wenn ich den Tag vorher ja nicht so viel gegessen habe, dann esse ich mehr. Aber ich habe es auch oft verknüpfe ich das so mit dem Montag einfach. Der Montag ist bei mir ein relativ stressiger Tag in der Schule. Und heute war es ja auch nochmal so, dass alle Kids wieder da waren, alle Schüler wieder da waren. Und wir standen heute alle so ein bisschen unter Strom. Also es war für uns alle irgendwie aufregend und anstrengend auch. Und es ist halt jetzt einfach wieder ein anderes Arbeiten. Und ich merke, das macht halt was mit mir. Ne? Das ist, ich habe es schon ja, öfter jetzt gesehen, dass der gerade der Montag, weil ich den auch immer lange arbeite, also auch damit das Unterricht habe, dass mir das immer schon, also dass der Montag immer, ja, dass ich da immer mehr gegessen habe, als mir gut getan hat. Und jetzt heute ist auch wieder Montag. Und ja, wie gehe ich jetzt damit um? Also ich habe halt, für mich kommt es halt nach, wenn ich alles abwäge, kommt es für mich nicht in Frage, rückfällig zu werden. Und deswegen halt drehe ich lieber halt jetzt dieses Video und erteile das mit euch, so, als um es loszuwerden, als es ja runterzuschlucken und es wieder irgendwie ja groß werden zu lassen. Und ich glaube halt so mit jemandem zu sprechen ist super wichtig. Ich telefoniere vielleicht auch nochmal, aber sich mitzuteilen ist mir super wichtig. Ja, das zu reflektieren ist für mich super wichtig. Ich hätte mich jetzt sonst auch vielleicht einfach nur aufs Sofa gelegt und hätte ja ein bisschen mich hingelegt, ausgeruht, aber das Wetter ist jetzt so schön und ich hatte keinen Bock, mich aufs Sofa zu legen und da abzugammeln. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt raus und weiß ich nicht, lese ein Buch oder so, ne? Lese ein Buch und ja, chill ein bisschen. Und jetzt dachte ich, boah, komm, das ist mal so ein ganz spontan, ja, Vlog. Ich habe mich überfressen, Vlog. Wie gehe ich damit um? Ich habe mich überfressen, Vlog. Wie gehe ich? Na, ich habe mich überfressen. Wie gehe ich damit um, Vlog? So. Und ja, ich hoffe, der Ton ist gut genug. Ich habe auch mein Mikro und alles habe ich jetzt zu Hause gelassen. Ich bin halt, wie gesagt, im Park. Ich hoffe, das passt. Beim nächsten Mal ist es besser. Aber es war jetzt eine ganz spontane Aktion. Und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich nochmal duschen oder so. Und in meinem Kopf ist so, ich muss halt das abtrainieren. Ich muss das jetzt abtrainieren. So, ne? Und vielleicht gehe ich tatsächlich gleich nochmal eine Runde spazieren. Zumindest, dass ich mich so ein bisschen nochmal bewege. Ich glaube, das mache ich echt auch. Wie spät ist es? 18 Uhr. Ja, ich glaube, ich gehe echt gleich nochmal eine Stunde irgendwie. Ich gehe mich nochmal ein bisschen bewegen. Und ja, ein bisschen rauskommen aus dem Körper, aus dem Kopf. Weil jetzt Sport zu machen, ne, mit einem vollen Bauch. Boah, ne, das wird nicht schlecht. Ganz ehrlich. Es wird auch einfach Zeit, dass wir Fitnessstudios aufmachen. So. Es wird echt auch einfach Zeit. Ne? Ich kriege meinen Arsch so zu Hause nicht so richtig hoch. Das ist die Wahrheit. Ja. Ja. Ich werde das jetzt aushalten. Ich gehe gleich um meinen Bauch, gehe gleich nach Hause. Und ja, ziehe ich mir andere Schuhe an. Und dann werde ich irgendwie nochmal eine Runde rausgehen, mich ein bisschen bewegen. Und dann das Video schneiden. Danke
fürs Zuhören. Danke, dass ihr mir zugehört habt irgendwie. Und ja, das war's. Bis dann. Tschüss. Tschüss.